Auch im Jahr 2011 bietet die TechTextil, die internationale Fachmesse für technische Textilien und Fließstoffe, zahlreiche außergewöhnliche Innovationen. Ob Alltag, Freizeit oder Beruf, die zukunftsweisenden Einsatzmöglichkeiten von technischen Textilien sind sehr vielseitig. So kann die Frau von morgen beispielsweise mit einem sogenannten Klimakleid die Blicke auf sich ziehen. Das Kleid wird durch Sensoren gesteuert, die die CO2-Konzentration der Umgebungsluft bestimmt und die 100 LEDs zum Leuchten bringen. Haute Couture trifft Hightech. Bei einem schönen Abend darf dazu natürlich die Solarhandtasche nicht fehlen. Integrierte Solarzellen sorgen für die nötige Energie, die man zum Aufladen des mobilen Telefons beispielsweise wunderbar verwenden kann. Auch im Sport kommen die technischen Textilien nicht zu kurz. So kann man zum Beispiel bei der sportlichen Bewegung eine Weste tragen, die die Feuchtigkeit und Temperatur steuert. Ist nach dem bionischen Vorbild des Heiß nachempfunden und der Sportler kann also erstmals dadurch individuell anpassbar durch Luftventile sein Körperklima regulieren. Alternativ dazu gibt es auch Energear, eine neue Textiltechnologie, die vom Körper abstrahlende Energie zurückführt und im Kreislauf behält. Es entsteht sogar dadurch eine höhere Leistungsfähigkeit. Das verbessert zum einen die Blutzirkulation und verbessert die Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff ins Blut. Dadurch wird der Gleichgewichtssinn, das Wohlbefinden und die Ausdauer des Trägers gesteigert, verbessert. Welcher Golfer kennt nicht die lästigen Insekten? Damit ist jetzt Schluss, denn man kann sich über eine Bekleidung mit einer Technologie freuen, die die Insekten abwehrt, ohne dass der Wirkstoff auf die Haut gelangt. Keine Chance mehr für Zecken und Stechmücken. Für das Wasser gibt es diesen neuartigen Schwimmanzug, der paradoxerweise nicht nass wird. Die Natur gab die nötige Hilfe, denn Pinguine standen für diese Innovation Pate. Dieser neuartige Schwimmanzug weist eine besondere Beschichtung auf. Die sorgt dafür, dass der Schwimmanzug ähnlich wie das Gefieder von arktischen Pinguinen die Luft einschließt. Wenn man mit diesem Schwimmanzug im Wasser sich befindet, gleitet man auf einem Mikroblasenpolster quasi durchs Wasser und hat damit einen reduzierten Wasserwiderstand. Und auch in puncto Sicherheit setzt die TechTextil 2011 Trends. Die Feuerwehr wird sich über diese möglicherweise lebensrettende Neuerung sehr freuen. Die meisten Feuerwehrleute sterben nicht im Einsatz durch Brandeinwirkungen und Ähnliches, sondern sie sterben durch eine Überlastung ihres Herz-Kreislauf-Systems. Der Feuerwehrmann trägt unter seiner Schutzjacke ein T-Shirt, das EKG und Atmung und Temperatur misst, die Sensordaten an die Elektronik übergibt. Und in der Jacke wird dann zusammen mit der Umgebungstemperatur ein Statussignal gebildet, das die Sicherheit des Einsatzes. Die TechTextil 2011, eine Messe mit zahlreichen Trends, die viele Bereiche des Lebens in Zukunft angenehmer gestalten können.